Das Abenteuer geht weiter. Ja, willkommen zurück. Ich glaube, als letztes, genau, waren wir in Herbstfeld. In der neuen Welt, wo Ripto, ja, die Macht übernommen hat. Und wir natürlich die uns zurückerobern. Aber das wird wahrscheinlich genauso sein wie im anderen, wie in der anderen Welt, dass wir erst in die einzelnen Unterwelten müssen und so weiter und so weiter. Und wir hoffen natürlich auch endlich, oder ich zumindest, dass wir langsam Klettern kriegen, damit wir komplett Sommer, war das Sommerfeld? Ne, Herbstfeld, Sommer, irgendwie so, keine Ahnung. Komplett abschließen können. Und so wie das aussieht, können wir das auch hier lernen. Sieht ganz stark danach aus. Da, genau. Sommerwald, genau. Ich wette mal, ein reicher Drache wie du würde gern ein paar Edelsteine abdrücken, um klettern zu lernen. Ich wäre bereit, es beizubringen. Für, sagen wir, ein bescheidenes Entgelt. Naja, bescheiden hört sich ja gut an. 500? Ja, bitte. Wirst es nicht bereuen. Okay, wenn du eine Mauer siehst, die besteigbar aussieht, wie die zu meiner Linken hier, spring darauf. Du kannst dich mit deinen Klauen halten. Benutze die Richtungstasten, um dich hoch und runter zu bewegen. Und drück X, um runter zu springen. Du kannst auch seitlich auf eine andere Kletterfläche springen. Hört sich vielversprechend an. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Sommerwald. Was wollen wir da? Genau, wir wollen die restlichen Welten jetzt machen. Damit wir da jetzt komplett 100% abgeschlossen haben, so dass wir da gar nicht mehr hin müssen. Und ich weiß gar nicht, ob das in den Teil ging hier. Handbuch. Sommerwald haben wir 65%. 72 Sonnenstrand. Können wir da einfach hin teleportieren? Nein, können wir nicht. Also müssen wir die Welt Sonnenstrand einmal finden. Wird sicherlich nicht schwer sein, oder? Götter, Sonnenstrand. Das hört sich ja irgendwie nach Wasser an. Das könnte hier sein. Was ist das denn? Kolossus. Boah, 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 boah. Ja, jetzt müssen wir das erstmal finden. Wer so gut, der findet, ne? Halt, stopp da. Aber generell auch in dieser Welt haben wir noch nicht alles. Was ist das hier? Sonnenstrand. Dann gehen wir auch da gleich rein. Siehst du. Das heißt nämlich auch, Sommerwald können wir jetzt auch noch abschließen. Da waren ja auch noch was versteckt sozusagen. Jetzt müssen wir den Kram nochmal machen mit den Schildkröten. Aber das interessiert uns ja alles nicht. Ich weiß mit Sicherheit, wo die letzten waren. Ach, das müssen wir aber machen hier. Ein paar Gegner müssen wir erledigen, damit wir überhaupt unsere Spezialfähigkeit aktivieren können. Ich weiß gar nur gerade nicht mehr, wie viele. Waren jetzt hier auch noch Gegner? Ich guck lieber nach. Ja, da ist nämlich auch ein Gegner. Sehr schön. Gleich erledigen. Da drüben nicht. Das passt dann. So, Schildkröte, lauf mal. Genau, öffne mal. Na? Oh. Genau, öffne das Ding. Sehr schön, brav gemacht. Ja, gehen wir da weiter. Sehr schön. Gegner erledigt. 8. Wie viele brauchen wir? 11. Da ist auch noch einer. Ich krieg den nicht erwischt. Gut. 9. Da ist auch noch ein Gegner. Autsch. Vielleicht lacht er mich auch noch aus. So, die 11 haben wir schon mal voll. Das ist doch schon mal sehr gut. Und da können wir endlich mal klettern. Zack.
Zack, zack. Okay, das waren aber noch nicht alle. Da fehlt noch ein ganzer Haufen wohl, oder? Ah, da drüben ist auch noch was. Okay, das war's wohl schon hier, oder? So sieht's aus. Hier um die Ecke war keine Fläche mehr. Gut. Das heißt, hier muss es irgendwo noch einen Ort geben zum Klettern. Das waren jetzt 9. Genau, und 20 fehlten uns. Wollen wir doch mal gucken. Dann Gegner erledigen. Und die Musik ist wieder natürlich sehr hervorragend, so wie die rumspinnt. Klettern, klettern, da können wir klettern. Oh nein, oder? Oh Gott, das Schrecklichste überhaupt. Okay. Wer erklärt uns das genauer? Deine Schildkrötenfreunde eignen sich hervorragend für Suppe, wenn ich sie fangen kann. Du kannst versuchen, sie zu retten, aber ich habe furchtbaren Hunger. Oh ja. Das Problem ist, es darf keine Schildkröte in diesen Topf. Wir müssen sie zurück in das Wasser befördern, irgendwie. Es klingt zwar einfacher als es ist. Das Problem ist, wenn eine da reinspringt, ist vorbei. Du hast ein paar Schildkröten gerettet. Na und? Es gibt noch mehr, wo diese herkommen. Nimm diese Kugel und hau ab. Ganz genau. Wie er schon sagte, es gibt mehr, woher sie kommen. Das heißt nämlich jetzt, wenn wir jetzt mal wieder reingehen, kommt die Stufe 2. Und Stufe 2 ist sauschwer. Da kommen nachher nämlich zig Stück von denen. Ja. Ja, der hängt da in der Ecke fest. Ich fasse es nicht. Weil die rennen automatisch da rein, die dummen Viecher. Wenn man das nicht schnell genug macht, dann hat man naja so viele, da hast du keine Chance mehr. Los, weg da. Verloren. Fuck. Oh, geh doch da hin, du. Was gar nicht, geht das? Oh, das geht. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Und ich prügel mich da ein ab, das gibt's doch nicht, oder? So hat man die ja noch schneller weggekickt. So kann man die auch leichter wegkicken. Zack. Ab ins Wasser. Das ist ja wesentlich einfacher. Oh, so ist ins Wasser. Zack. Zack. Ups, da war ein kleiner Leck. So. Verflixt. Du hast jede einzelne Schildkröte auf diesem Strand gerettet.
Nimm das. Ich wollte damit Kartoffeln kaufen, aber die brauche ich nun nicht mehr. Das tut mir sowas von nicht leid. Siehste, 3 von 3 Kugeln haben wir jetzt in dieser Welt. War ja doch einfacher, als ich dachte. Ich habe es früher echt... Schildkröten und Drachen haben viel gemeinsam, musst du wissen. Wenn du viel langsamer wärst, nicht fliegen oder Feuer spucken könntest, wärst du eine Schildkröte. Uninteressant. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die restlichen Edelsteine? Das heißt, wir dürfen gleich noch einmal richtig suchen. Irgendwo haben wir was verpennt. Ich freue mich ja nachher auf die Funktion, die wir kriegen. Ich könnte jetzt da zwar hingehen und die Schildkröten kommen immer wieder, aber das bringt mir ja nichts. Da hoch komme ich nicht. Hier unten war auch nichts. Okay, irgendwo muss man noch wohl klettern können. Oder wie viel fehlt mir denn noch? Das kann man hier gar nicht sehen. Genau 10 Stück fehlen mir. Also entweder so ein gelber oder 2 blaue. Was mir natürlich wieder gar nicht gefällt. Doch, echt blöd ist das doch. Ich dachte echt 20 Stück, ey, das wäre doch locker hier gewesen. Ja, jetzt bin ich echt im Suchen und am Überlegen. Wo können die restlichen 10 Stück sein? Wir gehen jetzt ganz zum Anfang und suchen jetzt alles durch. Ich freue mich ja. Ihr euch auch? Das ist doch sehr schön. Krieg ich jetzt schon das Kotzen, wenn ich hier was verpennt habe hier irgendwo. 10 Stück. 10 Edelsteine. Ah, da ist nix. Ja, ich mach mal kurz. So, weiter geht's. Schildkröte. Könnte ich zwar hier rüber hochschleudern, aber das bringt mir auch nichts hier. Ist auch nichts. Geschweige, hier ist überhaupt nichts hier. Also hier kann schon mal nichts mehr sein. Also hier ist schon mal nichts. Gut. Was das war. So, jetzt suchen wir hier alles ab, ob ich hier irgendwo was übersehen habe. Ecke, jegliche Ecke könnte ja was sein. In den Truhen sind ja nur die gefangenen Babys, aber das haben wir ja schon. Das müssen wir ja nicht nochmal machen. War auch nichts. Da sind wir jetzt einmal rumgelaufen. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ich kletter jetzt trotzdem nochmal da hoch. Musik knarrt schon wieder, wie ich das... Das ist doch sehr schön. Nein, natürlich nicht. Hier war ein blauer, genau. Ist auch nichts zu sehen hier. Aber auch keine goldene... goldene wollte ich schon sagen. Irgendeine Kiste, die wir mit diesem Superfeuer kaputt machen können. Also habe ich auch nicht gesehen. Dahinter.
Ne, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da kommen wir ja nicht rein. Genau. Das war ja nur dafür da. Oh, das bringt ja auch nichts, wenn ich das Ding anhat, oder?